Hallihallo, Hallöchen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Wir machen ein Orakel für die Liebe. Natürlich für die Liebe. Und schauen jetzt einfach mal, wo stehst du? Wo steht dein Schnuckiputzi? Der wird hier im Kollektiv gerne mal Otto genannt, weil das ein schöner Spiegelname ist. Und ja, viele von euch sind halt eben auch in so einem Dualseelenprozess, Seelenpartnerprozess. Aber dieses Orakel hat natürlich auch Gültigkeit, wenn du halt einen Herzensmenschen an deiner Seite hast, sofern du dich hier wiederfindest, ne? Macht dir nichts passend, was nicht zu dir gehört. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wenn du es ganz genau wissen möchtest, ist es immer sinnvoll, ja, eine private Legung anzufragen. Interessierst du dich dafür? Ist alles verlinkt in der Infobox. Und jetzt wüsste ich mal gerne, was ist denn dein Thema innerhalb dieser Partnerschaft? Schmackes und Kavum kommt sie da rausgeschossen. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Dankeschön. Oh. Ja, liebes Kollektiv, wir haben hier die Karte Pride, das bedeutet Stolz. Du siehst es, ne? Hier, dieses Mädel ist wunderschön. Nimmt es denn den Schleier vom Gesicht? Dieser Schleier, der sich da Stolz nennt. Stolz ist nicht unbedingt was Negatives. Stolz kann was richtig Tolles sein. Habe ich auch schon öfter als einmal was drüber gesagt. Aber gut, wenn die Karte fällt, was soll ich machen? Dann erzähle ich es eben nochmal. Wenn du irgendetwas für dich erreicht hast, wenn du ein Hindernis überwunden hast und du hast ein tolles Ergebnis erzielt, dann ist das ein positiver Stolz, der sich da in dir meldet, wo du dir wirklich mal genüsslich auf die Schultern klopfen darfst und sagen darfst, wow, das habe ich jetzt echt super hingekriegt, da bin ich stolz auf mich. Es gibt aber auch diesen Ego-Stolz und das ist der Stolz, wo du dich da vor dir selbst verstecken gehst. Dieser Stolz, der dir sagt, wenn er meinen Wert nicht sieht, dann soll er es bleiben lassen. Ich renne ihm nicht hinterher, dafür bin ich mir zu schade. Also was, ne? Das sind Glaubenssätze, die du ja aus früheren Zeiten mit dir rumschleppst. Vielleicht hat deine Mutter dir mal irgendwie sowas ins Ohr gepflanzt. Oder ja, du hast die Mauer davor dein Herz gesetzt aus Gründen des Selbstschutzes. Wenn es jetzt hier um die Seelendiebe geht, frag dich, ob dieser Schleier, den du dir da vors Gesicht setzt, wirklich Sinn macht. Denn wenn ihr diese Verbundenheit habt, von der ich immer rede, dann durchschaut der sowieso dein System und kann auch hinter diese Fassade gucken. Wenn er anfängt, dich zu scannen, da gibt es keine Geheimnisse. Kannst also auch aufhören, dich da selber ein bisschen zu veräppeln. Es ist ein Selbstschutzmechanismus und ja, dieser Seelenweg mit dieser Seelenpartnerschaft, der lädt ja dazu ein, sich von allen Altlasten zu befreien, damit diese Liebe bedingungslos wird, leicht wird. Dass es eine Liebe wird, wo du das Beste in deinem Gegenüber förderst und der andere dich auch so inspiriert, dass du halt eben dein Potenzial aus dir rausholst. Dieser Stolz ist dann in dem Moment was dir einfach nur im Weg steht. Darfst nochmal die Lupe ansetzen, wollte auf den Tisch. Ja, Otto hat nochmal eine schwere Phase oder er steckt immer noch in einer etwas schwierigeren Phase. Er geht da nochmal durch eine tiefe Traurigkeit. Ich habe schon oft gesagt, was seine Themen sind hier in meinem Kollektiv. Wir reden von Missbrauch, wir reden von einer sehr dominanten Mutter, die er gehabt hat. Wir reden davon, dass er durch seine feinen Sinne immer als Sonderling abgestempelt worden ist, dass es selten jemanden gab, dem er in irgendeiner Art und Weise hat vertrauen können und dann kamst du. Und ich habe so den Eindruck, jetzt so grob am Wochenende vor allen Dingen, setzt der Otto sich mit seinen alten Themen einfach nochmal extremst auseinander. Was aber wohl ist, ist, dass er mehr und mehr ins Vertrauen kommt. Ne? Natürlich ins Vertrauen, was Universelle angeht. Also der hat natürlich Vertrauen darin, dass der Lebensweg göttlich beschützt und geführt ist.
Aber das Vertrauen in deine Richtung ist ihm immer ein bisschen schwer gefallen. Diese Karte möchte mir aber mitteilen, so langsam kommt da was in Schwung. Wir sind auch schon in der Neumond-Energie. Ich glaube, der ist am Mittwoch. Und dieser Neumond, der möchte auch Schwung in die Hütte bringen. Das ist der Neumond im Schützen. Schützen sind Feuerzeichen. Ich weiß, es gibt auch viele Schützen hier im Kollektiv. Welch Wunder, ich bin selber einer. Ja, das Schwere darf das Feld verlassen. Und jetzt darf mal wieder der Spielmodus so ein bisschen reingehauen werden. Im Mitgliederbereich hat sich das auch gezeigt, dass das jetzt so kommen wird. Mal schauen, wie diese Legung hier weitergeht. Im Grunde, ne, bist du ein Mensch. Warte, eine Karte noch für ihn, sonst fällt mir hier das halbe Deck wieder. Bist du ein Mensch, der schon die Fülle vor der Nase hat? Siehst du diesen Palast? Siehst du diesen Palast? Du lebst im Grunde im Überfluss. Richtig arm, glaube ich, ist niemand, der in der Lage ist, sich dieses Video anzuschauen. Wenn du richtig arm bist, dann hast du nichts mehr. Dann hast du kein Handy, auf das du gucken kannst. Dann hast du nichts zu essen. Dann hast du nichts. Wir leben hier im Grunde in der Überfülle und jammern, weil da ein Mensch, ja, dir das letzte Bonbon nicht so geben kann, wie du es gerne hättest. Man sieht, dass aus diesem Palast Wasser strömt und das ist eine Einladung an dich, deine Gefühle wieder in den Flow zu bringen. Dieser Mensch, der braucht deine Unterstützung. Ich würde das nicht immer sagen, wenn es nicht so wäre, denn er hat gerade mal wieder eine Phase, wo er den Kompass verloren hat. Als wenn ich es gewusst hätte, ne? Ja, er fühlt sich separiert von dir. Er weiß gerade nicht so richtig, wo habe ich oben und wo habe ich unten. Otto hat es manchmal ein bisschen schwer. Und du bist derjenige oder diejenige, die da mit den Gefühlen wieder für ein warmes Umfeld sorgen kann. Und in diesem warmen Umfeld kann die Saat, die du schon vor längerer Zeit gesät hast, halt einfach besser wachsen. Als ja, wenn das Land dürr wird. Deshalb solltest du dich im Rückzug befinden. Überleg mal, ob es vielleicht nicht schlecht wäre, mal so ein bisschen mit Licht und Liebe um die Ecke zu kommen. Denn er ist gerade so ein bisschen lost. Das ist im Mitgliederbereich tatsächlich diesmal anders gelaufen. Aber ich erzähle, was ich erzählen soll. Und ich möchte mal wissen, in welcher Energie du grundsätzlich denn steckst. Ja, es ist dir zu still, es ist dir zu ruhig. Du hast so das Empfinden, wenn ihr einen Schritt vorwärts kommt, dann geht er aber auch wieder zwei Schritte zurück. Du hast das Empfinden, bei ihm passiert überhaupt nichts. Ja, wenn du das Empfinden hast, darfst du dich hinterfragen, inwiefern arbeitest du denn an dir selber oder inhalierst du einfach mal so ein paar Kartenlegungen und tust mit dem, was da gesagt wird, nicht wirklich viel. Ja, dann tut der Otto wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. Es geht wirklich um diese Arbeit auf Seelenebene, die Arbeit am inneren Kind und wenn man sich die Themen nicht anschaut, sondern ja, irgendwo dann lieber sich ablenkt mit X, Y und Z, dann wird der Otto dir das gleich tun. Wenn es dir aber jetzt zur Zeit mal gelingt, die Perspektive zu wechseln und mal zu überlegen, was ist denn da los auf der anderen Seite? Dafür muss natürlich das Seelenband anzapfen und also die meisten können das nicht im, ja. Ja, da muss man sich halt wirklich mal in die Ruhe, in die Stille begeben und das auch mal aushalten. Er ist unter anderem auch still, weil er Angst hat, wenn er in deine Richtung jetzt aufschlagen würde, dass die Diskutiererei wieder losgeht. Er mag das nicht, wenn ja, diese Beziehungskriege stattfinden, wenn immer wieder und immer wieder diskutiert werden muss.
Er weiß, dass er da wahrscheinlich den Kürzeren zieht, weil du eben sehr redegewandt bist. Und ja, dann ist das immer so eine Geschichte, wo er sich distanziert, weil das hat er gelernt, ne? Das hat er gelernt als junger Mensch, dass ja, diese Auseinandersetzungen meistens sehr schmerzhaft verlaufen. Die müssen hin und wieder sein, denn ne, anders kommt man nicht an seine Themen. Aber irgendwie sieht es mir so aus, als hättest du die letzte Schlacht gewonnen. Ihr dürft euch aber wohl immer wieder erzählen, dass ihr ein Team seid und keine Feinde. Irgendwas war und du hast die Schlacht gewonnen und er fühlt sich da jetzt ein bisschen wie jemand, der gescheitert ist. Er hatte wohl den Willen, eine Entscheidung zu treffen für die Liebe, aber irgendwo, ne. Er denkt auch, dass du nicht wirklich mehr Interesse an ihm hast. Ja, vielleicht versuchst du es mal anders in seine Richtung. Vielleicht machst du es nicht immer übers Gespräch. Es gibt so viele Medien, die man nutzen kann, um dem Otto das zu transportieren, was man eigentlich sagen will. Ne? Geht mal ein bisschen mehr in den Spielmodus, in die Leichtigkeit. Das hat noch nie geschadet. Und ja, guck mal jetzt einfach mal, wie dein Statement so ist. Und dann mache ich eine knappe Gegenüberstellung. Und wie sieht es auf seiner Seite aus? Dankeschön. Ja. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Auf der einen Seite bist du wahnsinnig verliebt, hast du mit ihm zu tun, hast auch Schmetterlinge im Bauch und ihr habt eine gute Zeit miteinander und du würdest ihn auch gerne nochmal treffen. Je mehr Abstand aber zwischen den Treffen stattfindet, desto besser kann dein Kopf wieder anspringen und dann sagst du, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Das ist hier zu wenig für mich. Ich stelle mir eine feste Partnerschaft komplett anders vor. Ach, ne? Am besten hier, dazu bin ich zu stolz, dir hier hinterher zu rennen. Du bist ein Fürengelchen. Das ist dein Job. Wenn du dich wirklich in einer Seelenpartnerschaft befindest, dann ist das einfach dein Auftrag, ihm hinterher zu rennen, weil man es eben nicht macht. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dadurch überspringst du ja innerliche Hürden und deshalb wirst du auch wachsen. Er wird dir unter Umständen dann auch noch eine Bratpfanne verpassen und dann sagt ja jeder, ja, ich laufe doch nicht ins offene Messer. Ja, nee, das ist ja nur im ersten Moment so. Und wenn ihr dann miteinander zu tun habt, dann glätten sich die Wogen ja auch schnell wieder, wenn du denn die richtigen Worte findest oder Gesten findest in seine Richtung. Ja, es ist ja an der Zeit für eine Aussprache. Das bin ich dir und mir schuldig. Viele Probleme und Missverständnisse stehen im Raum, müssen wir drin dringend klären. Wir zwei finden eine Lösung, das verspreche ich dir. Das macht ja Mut und er spiegelt dich hier, ne? Wenn du nicht weißt, was du willst, dann zieht er Feuerkanne die Mauer hoch und sagt, ich bin jetzt gefühlskalt, ich lasse Gefühle nicht zu. Liebe, was soll ich mit Liebe? Ich zeig dir eher die kalte Schulter und melde mich nicht, weil, brauche ich nicht. Ich komme auch so klar mit meinem Alltag. Wenn ich mit mir alleine bin, dann bin ich zwar manchmal einsam, aber das tut nicht so weh, als wenn du mir dauernd irgendwie in meinen Wunden rumpulst. Auf der anderen Seite wünscht er sich aber sehnlichst, dass hier ein Kontakt hergestellt wird, weil er vermisst dich eben genauso, wie du ihn vermisst. Und hier dieses Ding mit dem Stolz, ja, da machst du dir meistens selbst was vor und stehst dir selber damit im Wege. Okay, gucken wir doch mal, was in deinen Gedanken so sich tummelt. Ja, du hast dich zurückgezogen, sollte es nicht so sein, ist es nicht deine Legung und schaust dir jetzt einfach mal an, wohin die Reise denn so geht. Du hast dir hier für dein Leben eine tolle positive Veränderung ausgemalt. Vielleicht denkst du auch an einen Umzug oder
ja, an Reise, die du machen möchtest. Ja, wer hält dich denn ab? Der Otto hält dich doch nicht ab. Ja, schau dir einfach mal genauestens an, was so deine Pläne fürs nächste halbe Jahr sind. Dafür scheint dieser Rückzug geeignet zu sein, obwohl ich bin ja mittlerweile auf dem Standpunkt, dass Pläne nur dazu da sind, sie wieder über den Haufen zu werfen. Ich lebe wirklich mehr oder weniger von Tag zu Tag und habe ich eine verrückte Idee, gucke ich, ob man die umsetzen kann. Was weiß ich, wo, was in einem halben Jahr mit mir los ist. Ja, auf der Herzensebene, glaube ich, fangen einige an zu begreifen, dass man sich aus dem Käfig, in dem man sitzt, nur selbst befreien kann, dass der Otto dafür nicht zuständig ist, genauso wenig wie andersrum. Du sollst ihn ja auch nicht befreien, sondern inspirieren, das Beste in ihm fördern. Ja, so wie es aussieht, findest du hier Lösungen auf Herzensebene und du setzt dich auch in Bewegung, aber die Sehnsucht in seine Richtung, ja, scheint so ein bisschen nachzulassen. Aber hier möchte auf jeden Fall eine Überraschung auf dich zukommen. Oder aber du überraschst den Otto, je nachdem, ne, wie die Situation gerade ist und dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl, nicht deine Gedanken. Die Handlungsebene. Da sehen wir, dass die Sonne hier wieder aus dir raus scheint, dass das Glück dir auch zur Seite steht. Hier wird was bereinigt. Und dadurch geht die Schwere auch verloren. Aber wichtig ist, dass dieses Gespräch nach aller Möglichkeit nicht schwer geführt wird, sondern in der Leichtigkeit. Hier möchte sich eine Entscheidung abzeichnen bei dir und ja, das, was auf seiner Seite so geheimnisvoll war, ja, da wird der Schleier sich lüften und hier wird also Klarheit wieder ins Geschehen kommen. Wir gucken für die nächsten 24 Stunden. Ich mache grundsätzlich meistens Tagesorakel, die auch zeitlos sind. Also es ist dann aktuell, wenn du es findest oder drüber stolperst. Ja, schauen wir mal, was der Otto so dazu zu sagen hat. Auch das war die erste Karte im Mitgliederbereich, glaube ich, ne? Der macht sich Gedanken über seine Zeit als Kind. Oder aber er hat selber Kinder und es gibt einen Sohn, der da vielleicht ein bisschen Hantier macht. Aber ich nehme es eher so wahr, dass er nochmal abgetaucht ist in seine Kindheitsthemen. Deshalb auch die Traurigkeit. Aber er hat auch manchmal an deiner Seite das Gefühl, dass er dich nicht erfüllen kann, weil er dir einfach hinterherhumpelt, das merkt er irgendwie schon. Du hast deine Dinge ja ziemlich im Griff und dann kommt er sich natürlich vor wie so ein Schuljunge, kein schönes Gefühl. Und wenn du dann, wenn er dann dein System checken geht, dann stellt er auch noch fest, dass du dich wahnsinnig einsam fühlst und dafür fühlt er sich dann wieder schuldig. Das sind so die alten Themen, die dann nochmal hochkochen. Und eifersüchtig ist er auch, wenn er dann auch noch mitbekommt, dass du ewig und 3 Tage online bist und ihn nicht anfunkst. Ja, schwere Gedanken, die er sich da zurzeit so macht. Muss er auch tun, sonst findet da ja auch keine Heilung statt. Seine Herzebene. Drin haben wir die Treue und er möchte an deiner Seite ein Mann sein, auf den du stolz sein kannst, wo du ja wahnsinnig glücklich bist, ihn an seiner Seite zu haben. Er möchte der Mann werden, der ohne viel Probleme an deiner Seite ist. Er möchte der große Herr sein und nicht der kleine Junge. Der, dann stärke doch sein Selbstbewusstsein. Dann zeig ihm doch sein Potenzial, dann fördere doch das Beste in ihm, damit er hier ins Wachstum gehen kann. Muss man ja nicht immer machen wie früher in der Schule. Fehler, 6 Sätzen. Nee, guck mal da.
Diesen I-Punkt, den du da gemacht hast, der ist wunderbar, da kriegst du einen Gummipunkt für. Keine Ahnung, ne? So wie du eben tickst und so wie du das als richtig empfindest, aber unsere Gesellschaft ist halt eben darauf ausgelegt, immer nach den Haaren in der Suppe zu suchen, statt einfach mal zu gucken, wie schmeckt das Süppchen denn eigentlich? Und was ist toll dran? Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Habe ich ja auch schon oft genug was zugesagt. Seine Handlungsebene. Was passiert als nächstes? Die Ehestandskarte. Mache ich eigentlich schon mal eine Legung, wo die nicht raushüpft. Die Ehestandskarte. Na, immerhin das Haus und die falsche Person. Ja, es kann sein, dass er sich mit dir, du bist auf jeden Fall seine Herzdame, brauchst du keine Sorgen machen, dass er mit dir das Empfinden hat, ihr seid schon sowas wie verheiratet, zumindest von seinem Gefühl her. Es kann natürlich aber auch einige Ottos geben, die noch verheiratet sind und wo noch eine falsche Person im Feld ist. Was ist mit der falschen Person? Also hier geht es um eine männliche Person, der ihm zur Seite gestanden hat, also um einen Freund, um einen Vater, um einen Bruder, was auch immer. Der hat ihm zur Seite gestanden, hat aber im Grunde ihm so ein paar falsche Gedanken mit auf den Weg gegeben, die ihn beeinflusst haben. Es sieht mir aber so aus, als würde er jetzt gerade wieder in seine Stabilität kommen, denn das Falsche geht raus. Und dadurch ja, verändert sich auch sein Blick auf die Dinge. So wie es aussieht, kommt er wieder in seine Mitte zurück und dann sucht er auch deine Gesellschaft. Ja, hot hü hinher, zickzack. Was soll ich machen? Wir nehmen jetzt noch ein Herzchen mit. Und dann würde ich sagen, lassen wir es mal so stehen. Du sagst ihm Folgendes. Und er dir. Hier sind die Zwillingsseelen rausgehüpft, Dualseelen, Zwillingsseelen. Na, definier dir das, wie du das meinst. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Wenn er deine Zwillingsseele ist, dann kannst du ihn doch lesen wie ein offenes Buch, auch wenn er die Dinge anders angeht als du. Aber wenn es Widerstände gibt, dann hattest du die früher vielleicht auch mal in deinem Leben. Dann war es vielleicht wohl so, wo er dann hier den Schwanz einzieht und wegrennt, hast du gesagt, Feuer frei, ich kämpfe dafür. Aber grundsätzlich habt ihr Ähnliches erlebt und grundsätzlich kannst du dann auch sein Verhalten ganz gut nachvollziehen. Und ja, du möchtest, dass er sich selbst treu bleibt, dann versuch nicht, ihn zu verändern und zu formen. Bei ihm hier findet eine Verwandlung statt. Diese Beziehung wird von Tag zu Tag intensiver. Hier steht ein Wunder vor der Tür. In dieser Beziehung steht eine Veränderung an und nur die Liebe wird dich befreien. Das ist so, nur die Liebe wird ihn befreien. Und also er sagt dir ja hier, ich habe gerade eben falsch überlegt, er sagt dir, bleib dir selber treu. Also er wird dich nicht ummodeln wollen. Nur die Liebe wird dich befreien, dass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben kommen kann. Also eine neue Art von Liebe, nämlich die bedingungslose. Ja, und Liebe liebt eben einfach, mehr nicht. Aber es ist nicht so einfach, mit dem Herzen zu lieben, wenn man im Leben immer und immer wieder den Verstand einsetzen musste, um sich zu retten und zu beschützen. Wir lassen es mal so stehen. Ich freue mich, dass du ja, dir dieses Video angeschaut hast. Bedanke mich bei jedem, der mir ein Abo hinterlässt. Aktivierst du die Glocke und ja, wenn du Glück hast, bekommst du dann eine Benachrichtigung von YouTube. Freue mich aber auch über jeden Kommentar, jedes Like. Alles, was meine Arbeit hier unterstützt. Ja, darüber freue ich mich einfach und sage an dieser Stelle mal ganz herzlich Dankeschön. Ja, und gerne bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund.